Hallöchen und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Dot Hack und wir machen das, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Wir kümmern uns mal um Terijima Circus Dungeon. Dort ist ein interessanter Gegenstand versteckt, Level 62er Gebiet. Das dürfte doch wohl passen, das dürfte doch wohl machbar sein. Wir hoffen es einfach mal. Ryoko habe ich jetzt auch ausgerüstet, die dürfte uns jetzt auch eine gute Hilfe sein. Nicht so wie vorher mit ihren komischen Level 3 oder Level 4er Waffen. Aber ich bin mal gespannt, ob es ein Standard-Dungeon wird, wie wir sie in den letzten Malen hatten. Mit diesem komischen hässlichen Gesicht. Man weiß ja nie. Hoffen wir einfach mal das Beste. Hier auf dem Feld will ich Monsterbegegnungen eigentlich vermeiden. Okay. Na dann. Och, wie schön. Es ist ein Tempel. Es ist ein Tempel. Das heißt, wir haben ja auch endlich mal wieder Musik. Wie ich mich darüber freue. Sehr schön. Vielen Dank. So, ich bin mal gespannt, was wir hier für einen Gegenstand suchen. Was zur Hölle? Das ist ein Databug-Monster. Aber was macht ein Databug-Monster hier? Ich hab gar keine Infos darüber bekommen. Das... Okay. Taucht ein Databug-Monster jetzt etwa auch regulär auf? Das wäre dann ja übel. Das wäre ja ziemlich übel, wenn ich die jetzt auch regulär antreffe. Sorgen. Ja, die habe ich wirklich. Magie. Nein, Quatsch, das ist Wald. Ah, das macht doch Effekt. Okay. Wenn Wald Effekt macht, dann passt das ja. Okay, das hat mich jetzt schon ein bisschen... Meine physische Verteidigung ist komplett für den Arsch jetzt. Das gefällt mir nicht so. Okay. Ab jetzt tauchen die Monster auch so auf. Das gefällt mir nicht ganz so. Aber ihn macht sie gut Schaden. Geh down. Geh einfach down. Vielen Dank. Datenentzug. Alien Axt. So, ab jetzt einmal so. Und das ist es. Ich muss mal gucken, ob ich noch einen anderen Zauber dafür habe. Chaoszauber, Dunkelleitung. Nein, hab ich nicht. Na gut. Viel Schaden machst du mir nicht gerade. Und das dürfte es. Nein, das. Doch. Das war ein Elementtreffer. Sehr gut. Deshalb ist er jetzt auch down gegangen. Lass mich durchgehen. Da ist es nur ein Verbindungsgang. Deshalb gehe ich mal hier hoch. Normale Monster. Sehr gut. Wise Man, erste Hilfe. Die hau ich so kaputt. Ohne Probleme. Untotes Voodoo. Jetzt bist du besonders totes Voodoo. Wise Man, ich würde mich freuen, wenn du Fire Rap machst. Oh nein, deshalb kann der nicht. Okay. Moment, Gegenstände. Erholungstrank. Bin ich platt. Nee, ich bin nicht platt, ich bin gelähmt. So, jetzt down mit dir. Und gehen wir da lang.
Das wäre auch nur ein Verbindungsweg. Och nö. Gehen wir erst Hilfe. Sie tauchen jetzt also auch so ganz normal auf. Das gefällt mir natürlich weniger. Das wird jetzt sehr oft auch mit Databug-Monstern zu tun bekommen. Das könnte böse enden. Ganz, ganz böse. Vor allem, wenn ich irgendwann in die Bedrängnis komme, dass die Infektion zu hoch wird. Dann könnte ich ja auch Game Over gehen. So, alle mal Magie. Da. Das hat schon mal für ordentlich Schaden gesorgt. Jetzt mache ich so. Bebenaxt. Ich lasse die Musik erstmal mal beruhigen. So, Status. Mob-Axt. 25,8 und dort 2. Okay. Nichts gelernt. Da gebe ich ihr doch die Alien-Axt. Sehr gut. Dann schauen wir mal hier. Ich wette, hier geht's dann weiter. Haben wir dann auch nur einen Verbindungsraum? Nein, nicht Teljima, sondern er hier. Skills. Da. Und so, jetzt kann ich ihr in Ruhe helfen, wenn ich dann mal zu dem Monster komme. Und das war's. Na, hatte ich recht? Nein, was? Wow. Das zur Hilfe? Autsch. So viele Databug-Monster habe ich im Einpacken bisher noch nicht down gehauen. Ist auch mal was. Skills. Datenentzug. Wise Man weigert sich anscheinend, da muss ich ihn so befehlen. Und nun Magie. Mit Schüttelus. Sie hat einen Wasserangriff gestartet. Wir gehen aber natürlich weiter auf Elementschaden. Das funktioniert dann halt einfach am besten. Und zack. War es auch mit dem nicht mehr weit. Schwan. Wo zum Geier ist denn der Weg nach unten? Wise Man, erste Hilfe. Skills. Splitterschnitt. Und na endlich. So, Skills. Aber die Infektion steigt nicht, wenn wir das Vieh umhauen. Das finde ich sehr schön. Wieso auch immer. Sorgen, was waren die Sorgen? Moment. Das will ich jetzt aber auch nochmal gucken. Sorgen, 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 Sorgen. Hä? Ach da! Okay. Wirst du unter Angriff und Magie sind negativ. Natürlich. Die Waffe will ich auch sowas von ausgerüstet haben bei meiner Leute. Nicht. Ja, da ist es jetzt gestiegen. Da habe ich es jetzt gerade gesehen. Nochmal. Ich habe gedacht, ich hätte gesagt, dass die auf Magie gehen sollen. Habe ich anscheinend doch nicht. So, Gegenstände.
Tempospruch. Muss ich von Keanu und Wiseman definitiv die SP mal eben wieder auffüllen. Das mache ich mit Magierseelen. Bei ihm einmal und bei ihm eine Künstlerseele. So. So passt das. Was zur Hölle? Ach, langsam nervt's mich schon ein bisschen. Langsam fängt's doch an, mich zu nerven. Was ist das für ein Dungeon, ey? Vor allem, was ist das für ein Item, was du bekommen willst? Und dadurch Gegenstände. Vor allem, ich habe gar keine Chance, die Infektion runterzubekommen, wenn ich andauernd irgendwie hier ein Skill einsetzen muss. So, an alle, Magie, Skills, Magikus. Okay, weiter geht's. Ist hier runter oder nach zur Seite? Es geht hier runter. Wow, endlich. Hoffentlich ist das kein B5 oder so. Es wird mir vollkommen reichen, wenn das ein Benass. Oh Mann. Gut, es ist. Jetzt wird es langsam langweilig. Die ersten zwei, drei Male war es in Ordnung, aber jetzt mir dauernd nur noch so einen entgegenzuklatschen. Dieser Dungeon spielt wohl darauf an, dass ich eine rote Infektion bekomme. Man klatscht mir keine normalen Monster entgegen. Na, ich habe keine Chance, die Infektion rauszukriegen. Also ich warte, ganz einfach. Wieso auch immer ich das gemacht habe, ich weiß es nicht. Das dauert mir zu lange. Jetzt ist natürlich die Frage, wo lang? Ich gehe hier lang. Und komm, habe ich doch geahnt. Also nee. Das ist wirklich langsam nervig. Ich schau mal, ob ich irgendwie das. Kann ich das magisch. Ich habe doch irgendein Item habe ich doch. Konnte ich mit dem das magische Talent ausschalten oder. Also mit dem Bestienband. Wenn ja, dann ist es kein Thema mehr. Jedenfalls kein so großes. Ich schau mal, Bestienband. Jetzt ist es physisch auf einmal. Ist ja logisch, natürlich. Also bevor ich down gehe, gehe ich dann lieber aus dem Dungeon raus. Ist ja klar. Und du haust natürlich komplett daneben, ist ja klar. Boah, heil dich nicht. Das ist dir verboten. Ich bin der Einzige, der das Privileg hat. Ja, na. Na komm, gib's mir. Ja. Ist logisch. Also ehrlich. Wiseman, erste Hilfe. Mein Kühlschrank hat mich gerade erschreckt. Der Motor ist angesprungen von dem Ding. Der Kühlungsmotor. Jetzt habe ich wieder Sorgen. Magie. Skills. Kennt man ja mit Schuh Plus.
Und nochmal. Und nochmal. Wir werden in jedem einzelnen Raum so ein Databug-Vieh finden. Da garantiere ich. Databug 100 Pro. Weil ich doch. Okay, das macht gerade keinen Spaß, aber ich denke, das merkt man mir auch an, dass ich jetzt doch sehr stark genervt bin. Extrem stark genervt vor allem Ding. Geh down. Skills. Vor allem die Infektion, die schreitet langsam, aber gemütlich voran. Ich kann sie nicht runternehmen, weil ich dieses Viech nicht so einfach besiegen kann. Na gut. Gegenstände. Skills. Mit Jukurus. Gegenstände, Künstlerseele. Die nächste Etage schaue ich mir dann noch an. Wenn ich da dann wieder ein Databug-Monster sehe, dann bin ich sofort hier aus dem Dungeon raus. Hole mir diese physische Talente runter, mach Scrolls und dann passt das. Also so ist das gerade. So renne ich auf meinem Game Over drauf. Ja, wunderbar, jetzt kommt mal eine andere Version. So eine Iron Ball Version. Ah, das Viech kann ich aber wenigstens umhauen. Skills. Das ist schon bald dabei, auf Rot zu gehen. Das sieht man ja so schon. Erschöpfung. Ja, ich bin wirklich erschöpft. Er ist, ist immer noch so grün. Erschöpfung selten. Ja, habe ich mir gedacht. Kann ich ja gut zu Geld machen, aber das kann ich wenigstens ganz normal kaputt hauen, das Vieh. Also mit der Level 1 hätte ich das nie im Leben geschafft. Nein, das brauchst du nicht machen. Vielen Dank, dass es hier jetzt runtergeht. Meine Güte. Komm her, Databug. Ich gehe gleich geradeaus. Das Vieh kriege ich auch down. Zum Glück. Scheinen die Viecher zu kommen, die ich down kriege. Na, wenigstens etwas. Aber es dauert trotzdem elendig lange. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht jedes Mal kommt. Das wäre ein bisschen übel. Suvilei, Ankekushi. Ja. Und Gegenstände. Tempospruch. Zack. Eigentlich ist das unnötig, Wise Man. Aber egal. Ich gehe wieder geradeaus. Krug. Nein, einen nehme ich nicht mit.
Are you all right? I'm sorry. I was out of line and I attacked carelessly. I'm completely useless. I mess things up every single time without fail. Even in a game, I cause trouble for other people. I can't apologize enough. Please, forgive me. If that's truly how you feel, then all you have to do is change. I'm sure you can do it. Everybody, including me, likes you a lot. Thank you so very much. Okay, sie legt sich mit Delta-Bug-Monstern an, kann dieses Vieh aber nicht besiegen. Na schön. Und sie scheint sich anscheinend auch verknallt zu haben. Ein Gold-Grunty, wie geil ist das? Okay, Silberkäfer nehmen wir mit, können wir gut verkaufen. Genauso wie die rote Platte. Gegenstände. Gold-Grunty. Boah, 1413 HP. Yay. 1725 HP. Alter. Die ist fertig. Die ist vollkommen fertig. Aber wenigstens wissen wir jetzt, dass das B3 ist. Das heißt, ich werde mir die Räume auch noch angucken. Ich habe so drauf gehofft, dass ich den nicht mehr hier sehe. Und ich tue es doch. Na. Aber hoffentlich ist Iron Ball auch noch hier irgendwo, damit ich den dann auch down kriege. Skills. Weil wegen der Infektion. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Jetzt wird schon langsam böse. Das wird langsam wirklich böse. Okay. Klausgänger hat das Ding ein. Komm schon. Yay, ein Iron Ball. Nicht du, sondern er. Wiseman macht erste Hilfe wie üblich. Jetzt nur hier durchkämpfen. Oh Gott. Die Infektion ist, geht doch runter, auch wenn wir Skills einsetzen. Also ich habe gelesen, dass man keine Skills einsetzen darf, wenn man gegen die Infektion ankämpfen will. Okay. Strange. Was ist denn der Ausgang? Ach da. Und dann einmal hier rüber. Ein besonderer Raum muss ja dann wohl hier irgendwo sein. Wäre ja komisch, wenn nicht, wenn keine Cutscene kommen würde. So, erste Hilfe. Boah, das ist schon wieder rot. Gelb-rot, ey. Boah, 600 Erfahrungspunkte verloren. Level down. Nein, ey. Scheiße. Jetzt bin ich nur noch Level 70. Hau ihn kaputt, danke. Oder? Yo. Mist, ey. Na. Also hier haben wir dann alle Räume down. Ach, was heißt down? Durchsucht. In dieser Ebene. Normalerweise wird man ja immer raus teleportiert. Ob ich jetzt selber verschwinden muss? Das weiß ich nicht. Ich muss es machen, ansonsten.
Jetzt darf ich es aber wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt traue ich mich auch nicht mehr, Data zu drainen. Ich verschwinde, glaube ich, aus dem Dungeon. Hast du das Gefühl, dass das besser ist? Hier sind noch so viele Data-Bug-Monster. So, ohne weiteres. Ich muss auf jeden Fall die Infektion runterbekommen. Koste es, was es wolle. Und das muss ich off-cam machen. Nein, 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 nein. Also ich bin mir sicher, dass wir das erledigt haben. Oder? Wobei, ja, das haben wir erledigt. Sehr gut. Aber keinen Gegenstand bekommen können. Balmung und Black Rose sind auch nicht mehr da. Was war das denn für ein Server, wo ich hin... War das hier? Wo ich hingebeten wurde, oder... Da gucke ich jetzt nochmal, damit wir einen Plan haben fürs nächste Mal. Einen richtigen Plan. Ja, das ist da. Und das hier können wir auch machen eigentlich. Damit warten wir noch ein bisschen. Jetzt will ich erstmal nur noch abspeichern. Speichern, zack, zack, zack. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Dot Hack. Bis zum nächsten Mal. Ciao.